Moin, moin. So zwischen Tür und Angel noch schnell einen Blitzquark, damit ich was zum Mittagessen habe. Vorbereitung jetzt, in den Ofen später. Das Rezept ist von meiner lieben Teilnehmerin, der Lena. Ich habe es aber leicht abgewandelt. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt hatte, aber seit 1.1. versuche ich mal auf Zucker und Fett zu verzichten. Das Ganze versuche ich wenigstens den Januar durchzuhalten. Also statt Vanillenzucker gibt es bei mir Stevia, Magerquark, zwei steif geschlagene Eiweiß und zum Garnieren eine Birne. Ich fange an, die Eier zu trennen und das Eiweiß steif zu schlagen und dann melde ich mich gleich wieder. So, das Ei klar ist jetzt Eischnee und steif geschlagen. Jetzt kommt der Magerquark dazu. Jetzt überlege ich gerade, ob ich den Magerquark hätte vorher süßen sollen. Jetzt muss ich ja diesen rohen Eischnee probieren. Das ist bestimmt nicht so gut, aber ich werde davon nicht sterben. Sache ich jetzt mal so optimistisch. Wird schon nicht passieren. So, die kriegt Mats gleich zum Auslecken. Jetzt wird es vorsichtig untergehoben. Jo. So. Es geht nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte, Quark und Eischnee zu vermengen. Rühre ich das halt einfach ein bisschen. So. Ja, und wie gesagt, Lena sagte mit Haferflocken, das schmeckt bestimmt richtig lecker. Aber ich spare mir da die Smart Points, weil ich nach 2 Tagen Kohlsuppe dann doch wieder Lust auf Nudeln habe. Und heute Nachmittag oder heute Abend dann noch ein paar Punkte übrig brauche. So. Bisschen Stevia. Nochmal umrühren. Jetzt guckt ihr mir hier beim Umrühren zu. Wenn wir es parallel machen, rührt ihr auch gerade. So, ich hole mal schnell ein Löffelchen zum Probieren. Ja, mir ist das süß genug. Ich habe nicht mitgezählt, ne? Ich habe einfach so. So, das kommt jetzt in der Auflaufform. Dann kommen noch die Birnen oben rüber, dann zeige ich es euch und dann kommt es in den Ofen. Bis gleich. So sieht das Ganze jetzt aus und ab in den Ofen. So, das Ganze ist im Ofen, hat übrigens mit 500 Gramm Magerquark und 2 Eiklar 9 Punkte. Also alles. Auf 200 Grad, also 180 bis 200, sagte Lena, für ungefähr 30 Minuten. Ich gucke zwischendurch immer mal rein. Wie so oft muss es auch heute bei mir schnell gehen. Ah, super clever, Svenja. Bei mir muss es schnell gehen. So sieht das jetzt aus. Der ist ordentlich hochgekommen, also gerade so am Rand sieht man das. Der ist jetzt erst seit 10 Minuten im Ofen. Ganz ehrlich, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt wieder zum nächsten Termin. Das heißt, ich lege alle Folie rauf, mache den Ofen aus. Ja, und habe selber Schuld, wenn es nicht schmeckt. Ich kann leider erst nachher weiter filmen bzw. euch zeigen, wie das Ergebnis aussieht. Denn jetzt muss ich erstmal los. Ciao! Fast vergessen. Der war ja noch im Ofen und ich bin jetzt nach Hause gekommen. Und zum schönen Anrichten ist zu spät. Aber es ist richtig lecker. Der ist noch so lauwarm. Mmh. Und man redet mit vollem Mund nicht, aber nachmachen. Super lecker. Viel Spaß dabei. Ciao.